Ja, Dominik Thalhammer, es geht wieder auf Reise, es geht nach Schottland. Das Spiel fängt quasi bei Null an, 1 zu 1 im Hinspiel, Auswärtstorregel gilt nicht. Also beziehungsweise die dritte, vierte Halbzeit, eventuell sogar Verlängerung oder Elfmeterschießen. Ist man auf sowas auch schon eingestellt? Ja, man darf es natürlich nicht außer Acht lassen und man muss sich auch auf diese Gegebenheiten in den Planungen vorbereiten, auch welche Spieler man aufstellt, welche Spieler man nachschießen kann. Also das spielt in den Überlegungen schon eine Rolle, aber ganz klar ist es auch, dass wir das Spiel davor entscheiden wollen und gut in das Spiel hineinfinden müssen. Und es wird ein extrem intensives Spiel und es wird darauf ankommen, welche Mannschaft intensiver Fußball spielen kann und das müssen wir sein. Wie sehen Sie die Konstellation jetzt und wie geht man in so einem Spiel rein, in das man mit Null anfängt? Ja, mit einem hohen Fokus, aber auch mit Gelassenheit. Wir haben schon in den vergangenen Jahren und die Mannschaft viele Erfahrungen auf diesem Niveau gemacht. Ich erinnere da an letztes Jahr gegen Sporting Lissabon, auch ein Playoff-Spiel gegen einen richtig großen Gegner. Also die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Die Mannschaft freut sich auf das Spiel. Also wir sind nicht hektisch, wir bleiben ruhig, aber wir wissen, dass wir ans Limit gehen müssen. Weiß die Mannschaft auch, ich denke schon, dass sie es weiß, die Gegebenheiten, die man vorfinden wird im Pers. Ausverkauftes Haus womöglich, fanatische, frenetisch unterstützende Schotten, dann kampfstarker Gegner, hat man Hinspiel schon gesehen. Wie weit ist man, wie schätzen Sie das ein? Auch die ganze Atmosphäre, es könnte ja ein Hexenkessel werden. Ja, das wird auch ein Hexenkessel werden, aber das ist auch Motivation. Ich finde, es ist viel schöner vor diesem Hexenkessel zu spielen als vor leeren Rängen wie in der Corona-Zeit. Also die Mannschaft wird das auch motivieren und ja, wir werden daran arbeiten, dass es immer ruhiger wird im Stadion. Wie sieht die personelle Situation aus? Ist es ein Wettlauf mit der Zeit, was Letar betrifft und Wiesinger? Beide haben heute mittrainiert, hatten keine Beschwerden und sind sicher eine Alternative für morgen. James Holland auch, der ja ein gutes Spiel gemacht hat nach seiner Einwechslung. Nein, James Holland nicht, weil er nicht auf der Kaderliste ist für das Euroleague-Spiel. Die mussten wir vor 10, 14 Tagen abgeben. Da war die Konstellation kadermäßig noch eine ganz andere. Ja, stimmt. Frage noch, wie geht es jetzt Ihnen in diesen Tagen? Ich meine, ich lasse jetzt mal Social Media raus. Ich weiß nicht, wie weit Sie das mitbekommen. Sie kennen die Automatismen oder die Mechanismen, besser gesagt, im Fußballgeschäft. Der Trainer ist das schwächste Glied. Jetzt waren die Erfolge nicht so da. Ich meine, für den Abgang von Trauner können Sie nichts. Sie können nichts natürlich für die vergebenen Torschancen vorne. Wie geht es Ihnen in diesen Zeiten? Verspüren Sie einen Druck, auch auf Sie jetzt persönlich, einen Zusatzdruck? Wie gehen Sie damit um? Ich versuche die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, dass sie morgen eine Top-Leistung bringen kann. Meine Person steht da jetzt nicht im Vordergrund. Es ist für den Verein im Gesamten wichtig, dass wir morgen performen, dass wir morgen eine gute Leistung bringen und dann letztendlich auch weiterkommen. Dass auf einen Trainer immer ein gewisser Druck lastet, ist klar. Das ist aber so, das ist part of the game und von daher ist man auch gut beraten, wenn man manche Social-Media-Geschichten nicht liest und auch nicht wahrnimmt. Ist in diesen Tagen auch der Psychologe Thalhammer gefragt? Ja, mit Sicherheit, weil es natürlich auch um eine gute Grundeinstellung für das Spiel geht. Wenn man einfach von der Öffentlichkeit und von der Außenwahrnehmung auch jetzt zu wenig Punkte natürlich wahrnimmt, was auch der Realität entspricht und die Mannschaft noch nicht so ihr Potenzial auf den Platz bringen konnte. So ist es aber wichtig, auch der Mannschaft zu zeigen, was sie kann, welche Fähigkeiten, welche Stärken sie hat, worauf es morgen ankommt. Und wenn wir das Ganze umsetzen können, dann werden wir morgen auch erfolgreich Fußball spielen. Abschließende Frage. Sie könnten ja da auch etwas entlastet werden. Und zwar, wir haben im Frühjahr mal drüber gesprochen bei einer Pressekonferenz, als Sturm Graz gerade einen neuen Mentalitätstrainer bekommen hat. Und Sie auch gesagt haben, das würden Sie auch begrüßen. Ist das jetzt nicht gerade mal ein Thema oder ist das doch erst mittelfristig beim LASK möglich? Wie stehen Sie dazu? Sie sind ja auch Sportdirektor. Ja, ich finde es schon ein sehr spannendes Thema, aber man darf sich, glaube ich, von einem Sportmentaltrainer nicht erwarten, dass er kommt und Wunder bewirkt. Auch das mentale Training ist ein mittelfristiger Prozess und das ist auch Training und das geht nicht von heute auf morgen und da ist, glaube ich, ist man nicht gut beraten, aktionistisch zu sein, sondern die Dinge gut vorzubereiten, dann über dieses Thema nachzudenken und bei gegebener Zeit, glaube ich, ist es eine spannende Variante oder Möglichkeit, auch in diesem Bereich noch professioneller zu werden. Aufrichtigen Dank und viel Erfolg in Schottland. Florian Flecker, jetzt geht die Mannschaft nicht unbedingt mit breiter Brust in das Rückspiel. Du schon durch dein Tor am Sonntag? Was gibt dir das? Ja, ich glaube, die Mannschaft, wir freuen uns trotzdem alle auf das Spiel morgen. Natürlich war es für mich jetzt schön, dass ich ein persönliches Erfolgserlebnis gehabt habe mit dem Tor. Ja, und wie gesagt, wir freuen uns alle auf den morgigen Tag.
Jetzt fängt das Spiel eigentlich quasi bei Null an. Das Hinspiel 1-1, zwei Halbzeiten sind gespielt, jetzt die nächsten zwei vielleicht sogar, die dritte Halbzeit dann sogar dort oben, sprich Verlängerung oder Elfmeterschießen. Ist man auf sowas auch schon eingestellt und vorbereitet? Ja, also wie gesagt, die Chancen stehen, glaube ich, ganz gut. Dadurch, dass die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, startet das Spiel eigentlich wieder bei 0-0. Und ja, wir schauen schon, dass wir das in 90 Minuten über die Bühne bringen, aber egal wie es dann ist, wir müssen einfach weiterkommen. Jetzt gab es drei Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Woher nimmt ihr jetzt die Zuversicht und den Mut? Naja, es waren halt drei Spiele jetzt ohne Sieg, aber ich glaube, wir waren trotzdem immer knapp dran. Und ja, wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Ich glaube, wenn man dann unsere Chancen verwerten, schaut das Ganze dann anders aus. Und wir müssen eben dort dranbleiben, dass uns der Knopf aufgeht. Und ich glaube, dann kommen auch die Siege zu uns. Wie geht es dir persönlich jetzt als Neuzugang beim LASK? Ich meine, du trittst in große Fußstapfen vom Reinhold Ramftl. Spürst du das auch so? Kommt da ein Zusatzdruck auf dich zu? Nein, ich muss sagen, also da verspüre ich keinen Druck. Also ich glaube ja, so wie ich meine Sache mache, das passt bis jetzt sehr gut. Und ich bin schon ein eigener Spielertyp und ich glaube, das passt da gut so. Jetzt ist, man spricht Deutsch übrigens morgen in Schottland, denn ihr habt ein deutsches Schiedsrichter gespannt. Spielt das in Überlegung bei einem Spieler eigentlich auch eine Rolle, dass man weiß, na, mit dem kann ich ein bisschen mehr reden? Ich meine, die internationale Sprache ist eh Englisch. Ja, ich habe es bis jetzt nicht gewusst. Also war mir bis jetzt ziemlich egal, ist mir ziemlich egal morgen, aber wie du sagst, also man spricht auch Englisch mit den Schiedsrichtern, man kann sich schon verständigen am Platz, aber ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man ganz normal auf Deutsch sprechen kann. Du kennst dich in Deutschland ja auch ein bisschen aus durch deine Legionärszeit. Danke, Florian Flecker. Danke.